Zwischen Haffkrug und Neustadt in Holstein sind die Arbeiten zur Erneuerung des Schienenoberbaus in vollem Gange. Ein Umbauzug tauscht hier in einem Arbeitsgang die Schienen und Schwellen aus, rund 250 Meter pro Stunde. Das Projektteam ist mit dem Fortgang der Arbeiten zufrieden. Alles läuft nach Plan. Immer wieder eine sehr, sehr beeindruckende Technologie. Wir nutzen sie, um komprimiert und schnell zu arbeiten und unser Projekt gut voranzubringen. Die Maschine ist ein wahres Kraftpaket. Ganz vorne werden die alten Holzschwellen aus dem Schotter gehoben und nach hinten gefördert. Gleichzeitig werden die neuen Betonschwellen in den Arbeitsbereich transportiert und dort punktgenau platziert. Die alten Schienen werden zur Seite abgelegt. Der vordere Zugteil bewegt sich auf einem Raupenfahrwerk. Weiter hinten steht das rund 300 Tonnen schwere Gerät bereits auf den neuen Schienen. Der Transport der alten und neuen Schwellen innerhalb des Zuges erfolgt über Portalkräne. Eine der besonderen Herausforderungen ist die Baustellenlogistik in solchen Projekten. Das heißt, dass wir Altmaterialien und Neumaterialien zur richtigen Zeit und am richtigen Ort haben. Der Vorteil an dem Umbauzug ist jetzt, dass wir den Austausch zwischen Neumaterialien und Altmaterialien komplett auf den Schienen haben. Auf 4,5 Kilometern werden hier mehr als 7500 neue Betonschwellen eingebaut. Die Erneuerung des Gleisoberbaus in diesem Bereich ist eine vorbereitende Maßnahme des Projekts Schienenanbindung der festen Fehmarnbeltquerung. Ja, die Schienenanbindung der festen Fehmarnbeltquerung ist ein ganz bedeutendes europäisches Projekt. Wir tun hier aber gleichzeitig auch ganz viel vorbereitend für die Region und sorgen dafür, dass auch der Abzweig nach Neustadt fit für die zukünftigen Verkehre ist. Bereits zwei Wochen zuvor war eine andere beeindruckende Großmaschine im Einsatz. Sie hat den Unterboden erneuert und eine zweilagige Planumschutzschicht eingebaut. Insgesamt werden auch rund 16.000 Tonnen Schotter ausgetauscht. Zum Schluss treten Stopfmaschine und Schotterpflug in Aktion. Die Stopfmaschine rüttelt den Schotter unter und zwischen den neuen Schwellen fest und fixiert damit den Gleisoberbau in einer stabilen Solllage. Der Schotterpflug bringt das Schotterbett in eine perfekte Form und verteilt den Schotter gleichmäßig im gesamten Umbaubereich. Wir haben den Menschen auf dieser Strecke wirklich sehr viel abverlangt. Wir haben am Wochenende gearbeitet, wir haben 24-Stunden-Schichten gehabt. Wir hatten allerdings auch sehr, sehr viel Zuspruch. Die Menschen waren sehr interessiert, haben sehr, sehr viele Fragen gestellt. Und es ist jetzt ja auch bald vorbei. Wir haben nur noch ein paar Restarbeiten, wie zum Beispiel Schleifen, Schweißen. Und dann kann der Zugverkehr auch bald wieder rollen. Untergrundsanierungsmaschine, Umbauzug, Schotterpflug und Stopfmaschine. Modernste Technik, mit der es hier an der Ostsee in großen Schritten vorangeht. Später wird der Abzweig nach Neustadt in Holstein noch elektrifiziert, an die Neubaustrecke angebunden und signaltechnisch angepasst. Für beste Verbindungen zwischen Hamburg, Lübeck und Ostholstein.